Mein Name ist Simone Menne. Ich war früher Finanzvorständin und jetzt bin ich Aufsichtsrätin in 4 verschiedenen Unternehmen, 2 deutschen und 2 amerikanischen, habe auch eine Galerie und mache einen Podcast. Ich habe sehr differenzierte Erfahrungen mit Journalisten gemacht, von einer sehr sachlichen Berichterstattung, wenn es beispielsweise um die Zahlen in einer Quartalsberichterstattung ging, über dieses Thema Exotin, also die erste Frau als Finanzvorständin und sie trägt gelbe Pumps, bis zu durchaus auch schwierigen Phasen. Beispielsweise hatten wir den Selbstmord des Co-Piloten bei der Germanwings und das war natürlich eine sehr, sehr schwierige Phase, die wir zu bearbeiten hatten. Allerdings habe ich dort keine Aggressivität empfunden, aber schon Sorge gehabt, wie berichtet wird. Ich hatte kürzlich ein Treffen mit einer Kommunikationschefin von einem Unternehmen und die hat berichtet, dass es inzwischen mehr Meinungsjournalismus und weniger Faktenjournalismus gibt, dass es mehr Personality Stories und weniger Recherche gibt. Und ich glaube, das teile ich. Also ich befürchte, dass es momentan schlechter wird. Ich merke regelmäßig bei den Gesprächen mit der Redakteurin vom Stern, dass es sehr, sehr gut ist, wenn man eine Ausbildung als Journalistin hat und man dann ganz anders recherchiert, ganz anders in die Hintergründe geht und auch ganz anders schreibt oder berichtet. Mein Podcast ist ein nettes Gespräch und hat mit Journalismus eher nichts zu tun.